Ja, liebe Natural Bodybuilding-Freunde, heute zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Um 0.20 Uhr ging soeben die 11. GmbF e.V. Deutsche Natural Bodybuilding-Meisterschaft zu Ende. Es waren hier in Wiesloch drei sehr ereignisreiche und ganz tolle Tage. Besonders heute war die Stimmung auf der Bühne, aber auch im Backstage-Bereich unter den Athleten wirklich toll. Hat Riesenfreude gemacht, wie die Emotionen auch, die positiven Emotionen aus den Athleten herausgesprudelt sind, wie sie sich gefreut haben, auch über ihre Platzierung. Ich denke, alle Wertungen gingen heute in Ordnung. Wir haben auch überhaupt keine Buhrufe gehört oder in irgendeiner Form Kritik aus dem Zuschauerraum. Also es war aus meiner Sicht eine sehr gelungene 11. Deutsche Meisterschaft der GmbF. Aus meiner Sicht auch eine der besten Meisterschaften, weil es war ein Rundherum-Paket und wir haben wirklich diese Herkulesaufgabe von über 200 Athleten, die hier heute gestartet sind, gut gemeistert. Das ganze Team hat an einem Strang gezogen. Es blieb keine Pause zwischen Vorwahl und Finale. Das war ein fließender Übergang. Aber auch das haben wir gemeistert. Und ja, jetzt wollen wir erstmal alles in Ruhe auswerten, analysieren, wie es weitergeht. Ein Hauptziel haben wir uns ja schon gesetzt am 2. Mai 2015, die erste internationale deutsche Meisterschaft unseres Verbands, eine Premiere. Da werden wir als erstes Mal uns noch weiter öffnen, auch für die internationalen Starter. Natürlich sind auch die deutschen Starter ganz herzlich willkommen und auch mit einer Pro-Abteilung. Wir haben die German Natural Bodybuilding Pro Division ins Leben gerufen. Wir fangen mal an mit $3.000 Preisgeld. Gucken, wie sich alles entwickelt. Ja, wir sind also alle guter Dinge. Und freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Ich sage jetzt gute Nacht, wo immer ihr uns zuschaut. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Schaut rein, Facebook, muscle-video.de, die ganzen Internetforen. Und schaut nochmal rein, wie die Meisterschaft gelaufen ist. Ich bin auch sicher, dass ihr über das Internet eure Impressionen entsprechend positiv bewerten werdet. Bis dahin.